Das Heimspiel gegen Dortmund am 3.4. in einer Woche, haben ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Robert Schul könnte bis dahin wieder fit sein. Ist die Frage, ob er schon wieder spielfit ist. Gegen City wäre wichtiger. Wir haben eine Pokalprämie von 200.000 bekommen, weil wir im DFB-Junioren-Pokalfinale stehen gegen Hertha BSC. Die Junioren sind also gut drauf. Ankovic Vertrag läuft aus. Weiß nicht, sollen wir den nochmal verlängern? Die Entwicklung von ihm ist nicht wirklich gut. Nochmal rein in die zweite Mannschaft. Sitzt doch nur auf der Tribüne. Ich glaube, den verlängern wir nicht, den Vertrag. Wenn man da Köse gegen anguckt, klar bessere Spieler. Schade, Nils. Ja, Schul wieder fit. Kommt von Möwald auf die Bank. Kann dann auch schon gegen Dortmund spielen, solange war er nicht verletzt. Damit ist die Top 11 wieder im Einsatz. Reserve gegen 2-1 gegen Jeddelo und die A-Junioren 5-0 gegen Budissa Bautzen. Ist international Pause, wir haben also noch eine Woche Zeit. Kann Schul sich wieder erholen. Sollten wir noch mal ein paar Spielergespräche führen. Ist gut trainiert. Noch mal rein, da kann man noch zweimal sagen, du hast gut trainiert. Das sind leider auch die, mit denen ich immer spreche. Hier können wir noch mal ein Gespräch führen, das ist gut. Den kriegen wir auch noch zu dem Gespräch hin. Ja, alle Spieler im Länderspieleinsatz, dann warten wir mal aufs Dortmund-Spiel. Mazedonien 1-0 gegen Deutschland gewonnen. Günther nur eine 4-5 als Note. Alle haben durchgespielt. Ja, toll. Schul gerade wieder fit, spielt gleich wieder für Österreich. Oh Mann. Ja, Motivationslehrer nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wieder haben sie fast alle durchgespielt, auch Schul wieder. Griffiths mit dem Tor für Schottland beim 2-0-Sieg. So. Im Kongo haben wir noch ein paar Informationen gekriegt. Kartenverkauf läuft besser als erwartet. Wir halten noch mehr Geld fürs Reservebudget. Können wir nochmal bei den Scouts reingucken. Feriencamp, da können wir nichts tun. Schulprojekt können wir nochmal machen. Die B-Jugend schauen. Da sind Top-Spieler. Vom Dortmund-Spiel nochmal ein paar Gespräche führen. Hast dich sehr verbessert, ja. Gib im Training alles, können wir nochmal machen. Dem hierbei hat gut trainiert, ja. Anschauung, ja, so gut verbessert hat er sich nicht. Nicht, dass der dann Moral-Minus kriegt. Herzlichen Glückwunsch zum Länderspiel. Leisten hat nochmal ein Länderspiel gemacht. Wahnsinn. Vielleicht haben sie deswegen verloren. War die C-11 der Deutschen. Rese trainiert gut. So, Spitzenspiel der zweiten Mannschaft. 5-2 gegen Rot-Weiß Essen gewonnen. Und wir können das Budget um 6,2 Millionen erhöhen. Würde ich sagen, packen wir es mal in die Infrastruktur. Dann können wir da nicht noch was tun. Erstmal renovieren. Wie kostet denn hier der Ausbau vom Stadion? 200 Tage?
Bin ich denn die 200 Tage ohne Stadion? Wäre natürlich doof. Wobei man da auch nochmal sagen kann, andere Geschwindigkeit. Ja, was bauen wir nochmal aus hier? Hier könnten wir noch ausbauen. Zumindest das Wellnesszentrum ausbauen. Was macht unsere Jugendabteilung? Ah, ist auch noch ausbaubedürftig. Hier wäre noch gut, dann kriegen wir endlich mehr Sponsoren, also auch mehr Geld. Da sollten wir 1,5 reinstecken. Vielleicht hier auch nochmal in die... Achso, sind beide im Auftrag, ja. Renovierung abgeschlossen. Vielleicht hier auch nochmal. Unseren Fans nochmal... Geld aus der Tasche ziehen. Tyson, Senkrechtstarter der Saison. Mal kurz reingucken. Ob da Spieler für uns dabei sind. Wobei wir die eh nicht so kennen. So, jetzt geht's zum Spiel. Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Es geht um unseren ersten Platz. Den müssen wir verteidigen. Gegen Borussia Dortmund. Topspiel. Ja. Topspiel steht an. Auf jeden Fall machen wir hier die zusätzliche Siegprämie rein. Das wollen wir ja gewinnen. Wir wollen Tabellenführung irgendwie verteidigen. Was können wir noch tun? Viel bleibt uns nicht mehr zu tun, als zu sagen, ihr schafft das, Jungs. Und zwar, der Sieg ist heute möglich. Oder ein Remis schaffen wir mindestens. Aber wenn das schief geht, na komm, wir versuchen. Heimspiel gegen Dortmund. Also normalerweise müsste das heute. Es geht jetzt um die Tabellenführung. Thomas Tuchel will sie erobern. Im sehr offensiven 4-3-3. Anstoß für Osnabrück. Schul. Dem langen Ball auf Griffiths. Dem hierbei, versucht's nochmal, Griffiths kommt da an den Ball und der erste Abschluss. Aber Horn hat da kein Problem mit. Nach 2 Minuten das erste Mal von Griffiths geprüft. Und mir fällt auf, dass wir hier schon wieder rausgenommen haben. Die Geschwindigkeit, die möchte ich ja drin haben. Dem hierbei setzt sich hier durch. Dem hierbei mit der Riesenchance. Dem hierbei macht das. Nein. Horn hält den noch. Wahnsinnig gute Parade. Aber Dortmund hier unter Dauerdruck. Pedro Henrique spielt ihn in die Mitte zu Pelé. Pelé auf die... Oh, und dann steht der im Abseits. Mensch, dem hierbei. Was machst du da? Toll, Jan. Auf Pedro Henrique. Griffiths. Wird gestoppt. Jetzt Dortmund mal mit einer Chance über Schürrle. Toyan kommt nicht hinter Schürrle her. Schürrle geht da ab auf der linken Seite. Mit der Flanke rein. Aber nicht mit unserem Keeper. Nicht mit unserer Nummer 1. Er fängt den einfach weg. Schürrle im nächsten Versuch. Nein, Pedro Henrique, der alte Mann. Klaut ihm einfach den Ball vom Fuß. Griffiths, komm. Griffiths, mach es. Griffiths. Gehalten. Hätte Kerk da aufgepasst. Riesenchance wär's geworden. Dortmund total offensiv. Die halbe Mannschaft steht bei uns in der Hälfte. Machen da richtig Druck. Aber sind dafür halt auch hinten. Die haben das Mittelfeld völlig aufgegeben, die Dortmunder. Schöner Versuch von Lacazette. Wieder dieser Druck über die Dortmunder. Mit 6 Mann sind die da vorn. Schwul, 2, 3 Versuche an Bender vorbeizukommen. Dem hierbei auch nochmal versucht. Und wieder sofort sind diese 5 Leute, nee, 6 Leute davon drin.
Dortmund total offensiv. Oh, da verwundert es mich nicht, dass die so weit oben stehen und so viele Tore schießen. Ist ja der Hammer, wie die spielen. Gehen da sofort mit 6 Leuten vorn rein. Bei Ballverlust. Jetzt Volland auf der rechten Seite völlig frei. Das Tor ja an den weghaut. Schuhe super den Ball durchgesteckt für Griffiths. Wird leider gestoppt. Aber gibt einen Freistoß. Und er ist drin. Wahnsinnig gutes Tor von Kerk. Schön verwandelt diesen Freistoß. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. An der Mauer vorbeigezirkelt. Lacazette gegen die ganze Abwehr. Spielt rüber zu Volland. Volland. Nicht mit Pelé. Nicht mit Pelé. Der haut den mit dem Kopf weg. Aber Griffiths verliert ihn gleich wieder. Schürrle kommt da wieder angerannt über die linke Seite. Spielt ihn rein, aber der landet im Nichts der Ball. Im Nichts. Der Torschütze Kerk. Weiß nicht, ob Griffiths da ihm nochmal gesagt hat, gut, dass du den geschossen hast und nicht ich. So führen wir hier 1-0. Haben den Abstand zum zweiten wieder vergrößert. Und die sind heute, haben Chancen, aber sind ungefährlich. Schürrle macht da Druck. Geh mir bei, jetzt Pedro Henrique. Aber sobald man das Mittelfeld überquert, das müsste Abseits sein. Kein Abseits. Lacazette mit der Riesenchance. Aber Chabot. Glanztat. Zur Ecke geklärt. Ecke für Dortmund. 1-0 immer noch. Mit 5 Spielern im Strafraum. Einer laut an der Kante. Habe ich auch noch nicht gesehen, die Variante. Der war fast direkt drauf geschossen. Zweite Ecke Dortmund. Noch 4 Minuten bis zur Pause. Jetzt hat ihn Chabot sicher. Wart mal ein bisschen, wir brauchen Zeit. Haut ihn da raus. Schürrle. Verliert den Ball, Pedro Henrique. Nee. Kagawa setzt sich durch. Kagawa. In die Mitte zu Lacazette. Erster Schuss abgewehrt, Kagawa nochmal. Auch die zweite Chance kann abgewehrt werden von Pelé. Und Halbzeit. 1-0 Führung zur Halbzeit durch das Freistoßtor. Wo sind die Bayern? Führen 1-0 gegen St. Pauli. Ja, Chabot bleibt auf jeden Fall am Tor. Hier wechsle ich nicht. Obwohl ich eigentlich Spieler schonen müsste. Vor allem Griffiths. Ja, komm. Rehse kommt zur Halbzeit. Wir versuchen's. Griffiths eh nicht so in Form. Dem hierbei erobert den Ball. Rehse gleich noch mit dem ersten Versuch. Wird der Ball einfach vom Fuß geklaut. Chabot. Schopenhauer auf Leistner. Schürrle. Nee, so nicht. Die halbe Mannschaft ausgespielt, aber Rehse leider im Abseits. Ja, kam das Abspiel 10 Sekunden zu spät. Sonst wäre er völlig frei geworden. Lacazette holt sich den Ball hinten. Schuss abgeblockt von Pelé. Sahin zu Schürrle. Schürrle versucht die Flanke. Wir schauen uns in der Wiederholung nochmal an. Ja, eindeutig Abseits. Ja oder? Schürrle verliert den Zweikampf. Aber gemeinsam stoppen sie die. Rehse erobert den Ball. Kerk auf Rehse. Der zu Pedro Henrique. Wird gefoult. Wäre durch gewesen. Auch Geld muss das zumindest geben. Ja, Schiri. Sehr gut.
Pedro wäre da durch gewesen. Mit Tempo aufs Tor zu. Nächster Freistoß. Der erste war drin. Der ist zu weit weg. Flanke rein. Fängt er locker. Der Horn. Leistner könnte ich rausnehmen. Ja. Stark bringen. Bisschen die alten Leute schon. Gut von Schul den Ball erobert. Und dann Bender dazwischen. Ärgerlich. Jetzt Lacazette mit der Riesenchance. Riesenchance zum Ausgleich. Aber Chabot ist da. Toljan, hau ihn weg. Kerk, Kagawa. Nächster Versuch. Schul erobert den Ball. Wenn es jetzt schnell geht. Kerk. Über die Außen. Setzt sich da durch. Mit dem Pass auf Reze. Reze direkt genommen. Oh, geh doch. Noch ein paar Schritte. Wieder den Ball erobert von Kerk. Schul. Pedro Henrique. Nicht. Oh, das war auch nicht im Abseits. Abseits, ja oder nein? Ja, ganz knapp. Okay. Dortmund spielt mit sehr, sehr viel Risiko da hinten. Weit aufgerückt. Mit sechs Mann gehen sie gleich drauf. Und die Abwehr ist fast nicht mehr vorhanden. Schul erobert jetzt super die Bälle. Mit schnell umschalten. Und nach vorn spielen. Kerk. Wieder gefoult. Wahrscheinlich wieder gelb. Dortmund frustriert langsam, dass sie da kein Tor schießen. Mit so einer offensiven Aufstellung haben sie da mehr erwartet. Schwul. Und wieder im Abseits. Mensch, Reze. Dann lass sie doch. Lass ihn doch für Kerk. Kagawa. Lacazette. Gegen Pelé, gegen Schul. Gegen die ganze Osnabrücker Abwehr kommt er nicht an. Kerk. Wieder vorbei. Jetzt gibt's Gelb-Rot. Da hat er ihn zur Verzweiflung getrieben. Auch für mich klar Spieler des Spiels, Sebastian Kerk. Was ist da denn los? Reze, 2-0, völlig frei, zwei Spieler. Ich konnte mal meinen Augen nicht trauen. Die ganzen Dortmunder Abwehr völlig. Was für ein Tor, was ist für das denn? Tolles Tor. Also dafür die ganze Innenverteidigung war nicht da. Verdientes Tor für Fabian Reze. Henderson versucht jetzt nochmal mit dem Marsch nach vorn. Schottmauer. Nach vorn zu Kerk. Korn. Weit aus dem Tor. Schul. Die Riesenchance. Warum schießt er denn nicht? Kerk. Ah, dann wird er aufgehalten. Das war die Chance zum 3-0. Und es ist noch weit. Alles offen. Kerk auf Reze. Reze mit dem. Schade. Schade. Jetzt kommen hier die Chancen rein. Schüle nochmal. Günther kann klären. Volland weggeräumt. Gibt aber nur eine Ermahnung, keine gelbe Karte. Noch 3 Minuten zu spielen. Kommt, schafft das mal zu Null hier. Haut den Ball da raus. Henrique, Schul, auf Reze und der Konter läuft. Über Kerk. Der Mann des Spiels. Reze. Jetzt auf dem Weg zum. Da ist das Tor. 3-0. Latte rein. 9. Tor schon in der Liga. Das ganze Stadion ist aus dem und Dortmund ausgekontert. Und so nutzen sie ihre zahlenmäßige Überlegung. Henderson, Volland, jetzt wollen sie noch den Ehrentreffer. Aber nicht mit Schoppenhauer. Schoppenhauer steht da, wartet ab.
Das war's. 3-0 Sieg im Spitzenspiel. VfL Osnabrück verteidigt die Tabellenführung. Richtig schönes Spiel. Schöner Freistoßtor zu Beginn. Und dann die beiden Konter über Fabian Reese. Die Einwechslung hat sich wirklich gelohnt. Hier sieht man noch mal das Freistoßtor. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die und völlig frei. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Chabot, Glanztat da hinten verbracht. Der hat uns wirklich die Null gerettet diesmal. Und Fabian Reese reingekommen, zwei Tore gemacht. Griffiths würdig vertreten. Hat einen Torriecher. Statistik zum Spiel erst noch. Klar, mehr Chancen rausgespielt. Waren dann überlegen nach der roten Karte, klar. Und es sieht gut aus in der Mission Titelverteidigung. Riskante Ansprache war erfolgreich und jetzt wartet in der Woche Manchester City auf uns. Das Champions League Knallerspiel. Ah, da freue ich mich drauf.